Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind heute in der Waschbox und müssen jetzt das Auto waschen. Ich fahre mich jetzt am Sonntag in Urlaub und wollte einmal gerne das Auto schön sauber haben dafür. Und im Speziellen werde ich mit euch zusammen mal heute ein neues Produkt testen, was mir über die Füße gelaufen ist. Und zwar handelt es sich dabei um einen Felgenreiniger. Ich habe den hier in Deutschland noch nie gesehen, habe ein paar Videos aus Amerika mal dazu gesehen, aber in Deutschland ist mir das noch nie über den Weg gelaufen. Und zwar handelt es sich hierbei um den Felgenreiniger Red Line von Turtle Wax. Turtle Wax ist ein amerikanischer Hersteller, habe ich bis dato hier noch nie gesehen, muss ich sagen. Den habe ich jetzt beim Real gekauft. Und zwar im Set mit einem Shampoo und eine Felgenbürste dabei. Da dachte ich mir, komm, nimmst du mit, probierst du mal aus, wie das funktioniert. Und das Besondere an dem ist hier, wie der Tuga Grün zum Beispiel, hat der einen Wirkindikator? Der Tuga Grün, hat der einen Wirkindikator? Ja, der rote nicht, der grüne schon, soweit ich weiß. Genau. Ne, und zwar verfärbt sich das Zeug ja rötlich, ne, sobald der halt anfängt zu wirken. Der Felgenreiniger ist pH-neutral. Das heißt auch nicht irgendwie großartig säuremäßig, dass irgendwie die Felgen großartig angreift, denke ich mal. Ich hoffe es zumindest. Wir testen das einfach mal gleich. Ich zeige euch mal vorab einmal die Felgen, wie die aussehen. Und zwar hier kann man ganz schön sehen, also wir haben richtig dicken Bremsstaub drauf. Vorne sieht ein bisschen schlimmer aus als hinten. Also wie gesagt, hinten sollte eine Kleinigkeit sein. Vorne wird es wahrscheinlich schon ein bisschen problematischer. Ich werde das jetzt testweise nicht mit dem Hochdruckreiniger vorreinigen. Ich werde jetzt direkt den Felgenreiniger drauf sprühen, um zu gucken, wie viel er anlöst. Ich mache jetzt auch erstmal nur eine Felge, um mir das Ergebnis mal anzuschauen. Rein aufgesprüht und dann abgespült. Dann gucken wir mal an, wie gut er den Dreck angelöst hat. Und danach, weil die Felgenbürste jetzt dabei war, werden wir das einsprühen. Mit der Felgenbürste natürlich einbürsten richtig, um den ganzen Dreck auch wirklich zu lösen. Und dann einmal richtig sauber machen. Ich stelle euch mal irgendwie auf den Boden und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. So, und zwar müssen wir jetzt eigentlich nur hier einmal kurz drehen. Wir haben auch ja nur eine Position auf oder zu und spülen jetzt einmal komplett rundherum ein, lassen das ein bisschen einwirken und spülen es dann einmal kurz ab. So, jetzt muss ich mal gucken, also hier steht jetzt keine Zeitangabe drauf. Eventuell hier. Doch, also 3 bis 5 Minuten lassen wir das jetzt mal einwirken. Ich gucke mal auf die Uhr und dann sehen wir uns gleich wieder. Also jetzt aber auch jetzt schon schön zu erkennen, das ist jetzt also kurz nach dem Einsprühen, ein paar Sekunden. Also es verfärbt sich schon ziemlich krass rot, muss ich sagen. Also es ist natürlich erstmal ein Gut, ne? Weil es funktioniert, also es tut sich was. Der Wirkindikator funktioniert auf jeden Fall. Und dann bin ich natürlich jetzt gespannt, wie der jetzt nach 3 bis 5 Minuten wirklich den Dreck angelöst hat. Das gleiche mache ich jetzt einfach mal schon mal direkt hinten auch und dann machen wir die eine Seite erstmal. Guckt euch das mal an, wie krass das aussieht. Das ist nicht normal. Also so einen heftigen Wirkindikator habe ich noch nie gesehen. Also das ist richtig heftig. Turtle Wax Red Line. Ne? Also wie gesagt, der Name ist hier Programm auf jeden Fall. Das sind jetzt vielleicht nicht mal 2 Minuten. Deswegen würde ich sagen, warten wir halt noch ein bisschen. Wir geben ihm die vollen 5 Minuten auf jeden Fall. Und schauen uns das dann gleich mal an. So, die knapp 5 Minuten sind jetzt rum. Wir spülen jetzt einfach direkt mal ab.
So Leute, schaut euch das mal an. Also wenn das nicht krass ist, weiß ich auch nicht. Also das ist richtig gut. Ist alles sauber. Das komplette Felgenbett ist richtig, also der Felgenstern ist komplett sauber soweit. Hier klar an den Innenstellen so ein bisschen hat er noch, aber von vorne, also ich bin begeistert, das ist richtig krass. Also ich habe bislang noch keinen Felgenreiniger gehabt, der das so unproblematisch hinbekommen hat. Also mag sich jetzt anhören wie so eine Werbesendung, aber nein, ich werde auch nicht von Turtle Wax bezahlt oder so schön wäre es. Also Grüße gehen raus an Turtle Wax, aber da die dann eigentlich nur in Amerika aktiv sind. Naja, egal. Auf jeden Fall schaut euch das nochmal an. Ich gucke jetzt hier im Detail noch rüber. Also es ist richtig krass. Ich werde jetzt die andere Seite natürlich auch sauber machen. Ich werde aber die Felgenbürste benutzen, weil ich will natürlich auch innen alles richtig schön sauber haben. Ich muss sagen, richtig geil. Ich mache jetzt einmal alle Felgen richtig sauber und dann sehen wir uns gleich wieder zum Fazit. Das Ding hier aus ist, das ziemlich laut. So, jetzt ist es aus. Sehr gut. Und zwar jetzt einmal das Auto sauber komplett. Also jetzt ist das Auto einmal komplett sauber. Wie gerade gesehen habt, vielleicht in einem Schnelldurchlauf, die Felgen habe ich einmal mit der Felgenbürste bearbeitet, um auch da innen reinzukommen. Und habe sie danach nur noch abgespült wieder. Währenddessen natürlich die ganze Karre einmal sauber gemacht, vernünftig, vorne ein bisschen mit dem Insektenreiniger dran gegangen und gut. So, jetzt gucken wir uns mal das Ergebnis mal richtig an. Ich hoffe, das sieht man jetzt noch, weil es ist schon ein bisschen dunkler geworden und wir haben das Licht, was hier ist, ist aus. Naja, aber wir gucken mal. So, und da könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt. Meiner Meinung nach ist das einer der besten Felgenreiniger, die man zurzeit kriegen kann. Zeige mir einen Felgenreiniger, der die Felge, wie vorhin schon gesehen, ohne Vorarbeiten, ohne nichts, so sauber bekommt und dann auch noch das Felgenbett, wenn man da mit der Bürste einmal reingeht, so geil sauber kriegt. Hätte ich jetzt noch eine längere Bürste, würde ich auch weiter nach hinten kommen. Das ging aber nicht. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach mit Abstand der beste Felgenreiniger, den es zurzeit am Markt gibt. Ich glaube, Amazon Price liegt aktuell bei 12 Euro für die Flasche. Das heißt, absolut konkurrenzfähig auch, muss ich sagen. Wie gesagt, richtig gut. Also ich bin begeistert, auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen bis jetzt. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den gerne. Ich würde mich freuen. Gebt einen Daumen hoch. Kommentiert, was ihr davon haltet, ob ihr vielleicht noch Felgenreiniger kennt, die doch noch besser sind. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, muss ich auch sagen. Aber ich habe schon einiges an Felgenreiniger getestet. Einige waren gut, einige waren miserabel. Und der gehört auf jeden Fall mit zu den besten. Also wenn ihr den kauft, macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Das ist meine Meinung. Richtig krasser Felgenreiniger. Keine Ahnung, es gibt noch ein paar große Aufbereitungs-YouTuber, die mögen auch alle Ahnung haben. Gibt welche mit 40.000, auch einen mit 120.000 Abonnenten. Schickt denen mal das Video. Ne? Und dann sollen die mal darauf reagieren, wenn sie Lust haben, wenn sie sich nicht zu groß für die Geschichte sind. Weil ich weiß, die haben ihre Lieblingsmarken auch irgendwo. Und ich muss sagen, Turtle Wax Redline zurzeit das Allergeilste. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.